Wir haben eine Startfreigabe bekommen. Wir haben in der Maschine haben unseren Check gemacht. Wir können jetzt eigentlich loslegen. Ich lasse jetzt los. Es war immer schon vielleicht mit dem Gedanken, du bist jetzt da oben und die anderen sind da unten. Man kann das schlecht erklären. Wenn kein Flugzeug auf dieser Welt gäbe, dann wäre ich vielleicht schon nicht mit einem von euch am Basteln, um einen zu bauen. Und vor 15 Jahren hat meine Frau mir mal vom Aldi den ersten PC gekauft. Und da war ein kleiner Flugsimulator drauf und das hat mich so fasziniert. Ne? Und da habe ich immer mitgespielt. Und hier hat noch vor 2 Jahren an der Ecke so ein Schreibtisch gestanden. Dann habe ich eine Nacht zu meiner Frau gesagt, jetzt haue ich gleich mit dem Hammer alles kaputt. Die ganze Sache bewegt sich schon ein bisschen, aber der Flugsimulator an sich bewegt sich noch nicht. Den möchte ich jetzt auch noch bewegbar machen und dann werde ich den mit dem Wagenheber annehmen. Dann kommt ein elektrisches Bett runter. Die hat nur die Funktion, von Kippfunktionen und dann wird es schon klappen. Könnte ich so eine Maschine fliegen? Ich sage einfach mal ja. Ob ich dann das zweite Mal starten kann, das glaube ich nicht mehr. Dann werden sie mich nicht mehr reinlassen. Wenn der jetzt noch gleich links abbiegt, kriege ich ganz unten. Jo, jetzt geht's ab. Er braucht nur noch Flügel. Guckt euch das an, wo wir sind. Wir befinden uns auf der Startbahn. Ich bin auch noch nie mit dem Auto mit der Rollbahn gefahren. Wenn ich das wieder einer erzähle, der sagt er immer, wie viel Bier hast du da weggehabt, wo du gefahren bist. Ja, na ehrlich. Aber ich glaube, durch diesen Tag hin werde ich dann immer noch verrückter drauf werden. Ja, wird alles wieder neu gebaut. Ja, wird alles wieder umgebaut.